Also, wenn es nach mir geht, kann das Video auch gern schon wieder vorbei sein. Hey Leute, ich bin Seth und heute ist ein toller Tag. Bis heute wurde weder bei Horror Games im Speziellen noch bei meinen Videos im Allgemeinen ein Ansteckungsrisiko festgestellt. Seth hat ein exzellentes Gesundheitssystem. Das heißt, unsere Zeit ist gekommen. Cool. Lockdown Tag 1, noch können wir es alle emotional verkraften. Und dennoch stellen wir mit Erschrecken fest, dass viele Kultur- und Freizeiteinrichtungen geschlossen haben. Alle sind verzweifelt und fragen sich, was zur Hölle sie denn jetzt eigentlich mit ihrer freien Zeit anfangen sollen. Und ich denke mir nur so, ja, was mache ich denn jetzt hier, Mutterseelen alleine? Mit meinem Steam-Account und meinem geilen Gaming-PC. Ich hab gut reden. Ich habe ja kein Restaurant zu führen. Das ist besser so. Aber ey, ich darf meine Witzchen machen. Mein Speiseplan ist quasi von Lieferando vorgefertigt. Ich leiste meinen Beitrag bei. Ui, Memo, guck mal. Es ist 18.49 Uhr. Und ich mache jetzt schon ein Video. Bei Corona kann man eben auch mal früher aufstehen. Ja, es ist übrigens so, wie es aussieht. Genghis Khan ist über meinen Kopf hergefallen und hat Tod und Verderben hinterlassen. Der Bastard. Und Leute, wir können uns ja aktuell vor Feiertagen auch kaum noch retten. Gerade eben erst Kürbisse geschnitzt, müssen wir schon wieder in Quarantäne. Aber ich habe mir so gedacht, bevor die Erstgenannten hier komplett von der Bildfläche verschwinden, gönne ich denen mal noch so ein kleines Feature auf meinem Kanal. Wir spielen Halloween Experience, die Halloween-Erfahrung. Seid ihr auch so gespannt, worum es geht? Ich habe da so eine Ahnung, dass Kürbisse damit zu tun haben könnten. Finde einen Weg, das Haus zu verlassen. Idee an dieser Stelle, wie wäre es eventuell, vielleicht, mit der Hausausgangstür? Ich weiß, verrückt, vollkommen geistesgestört gar. Aber schwierige Zeiten erfordern Maßnahmen auf Messerschneide. Ja, das Wagnis gehe ich ein. Hallo? Hat hier irgendwer was dagegen, dass ich Türen benutzen werde? Großmutter, was sagst du dazu? Ach, guck mal an. Zumindest hatte ich mit einer Sache recht, ja, aber bildet euch mal nichts drauf ein. Das ist der erste Fang des heutigen Tages und wird vermutlich auch der letzte bleiben. So viel Glück habe ich nicht. Guck mal, das mit den Türen, das gestaltet sich schon schwierig. Ihr habt doch nicht ernsthaft gedacht, dass ich hier irgendwas Produktives zustande kriege. Ein guter Tag ist für mich schon, wenn ich alle meine beiden Beine aus dem Bett bewegen kann. Oh, wow. Und zuweilen bin ich überrascht von meinen eigenen Fähigkeiten. Mein Leben in a nutshell. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Warum soll ich hier überhaupt raus? Es regnet draußen offensichtlich. Hier ist schön. Was sagst du dazu? Was? Ich habe das nicht ganz verstanden. Das ist ein komischer Dialekt. Okay, alles klar. Entschuldigung, ich habe hier irgendwo mein gutes Horrorgame verloren. Haben Sie das gesehen? Wenn, dann melden Sie sich bitte. Ich vermisse das schmerzlich. Ach nein. Die Tür zum Keller ist verschlossen in einem Horrorgame. Oh nein. Was mache ich jetzt bloß mit meinem Leben? Ist hier der nächste Schlüssel? Warum nehme ich die ganzen Schlüssel, schließe die Türen ab und verstecke die Schlüssel dann im nächsten Raum? Ich bin sehr traurig. Medkits, Alter, bin ich Dead by Daylight Cosplayer oder was ist los? Wir haben den Studio-Schlüssel. Leute, das Studio. Das Studio. Wer wohnt hier, Alter? Der kleinste Let's Player der Welt? Was ist denn los? Also, ich meine, für mich wird's reichen, aber. Wir haben den Kellerschlüssel gefunden. Das Horror-Game kann beginnen. Bis jetzt war es nur noch Menü. Achso, das ist nicht der Keller. Verstehe. Natürlich die rote Tür. Rot bedeutet Gefahr. Rot bedeutet gruselig. Oh Mann. Habt ihr auch so das Gefühl, dass ich den nicht einfach kriegen kann? Okay, ich kann ihn einfach kriegen. Jo, Alter, ich bin aber auch nicht 3 Jahre alt. Ich bitte euch doch nur, euch nicht über mich lustig zu machen. Ist es zu viel verlangt? Hausschlüssel. Cool, Alter. Ja, jetzt bin ich draußen, werd nass und bin noch trauriger als vorher. Wieso? Warum war das jetzt der Masterplan für den heutigen Abend? Das war Severus Snape. Der wollte mir ein paar Beziehungstipps geben. No front! Oh, eine Geburtstagsparty. Finde die Geschenkboxen. Ich habe die alle gefunden, Alter. 6 Stück. Und jetzt? Ach so, ach nee. Das sind die Geister der vergangenen, zukünftigen und gegenwärtigen Geschenkboxen. Verstehe. Ein Halloween-Horror-Game ist lustig. Ein Halloween-Horror-Game ist schön. Da kann man ganz viel lachen und muss nicht mal so weit gehen.
Ist das Popcorn? Kommt da Popcorn raus? Was? Ich bin schon ein bisschen weniger traurig. Guck mal, Alter. Eine LED-Leuchtskulptur eines Lagerfeuers. Use the axe to cut some stuff. Some stuff? Du meinst sowas wie Holz oder so? Use the axe to cut some stuff. Cut some stuff. Cut some stuff. Use the axe to cut some stuff. Cut some stuff. Ich möchte nicht drüber reden. Alles klar, Alter. Oh nein. Ah, hier kann ich rein. In diesen Stall. Verstehe. Schau mal da. Hier ist eine Schaufel. Oh, ich weiß. Die kann ich da drüben bei dem Dreckhaufen einsetzen. Also die ganze Nacht kann ich da rumschaufeln. Ich weiß echt nichts Besseres mit meiner Zeit anzufangen. Yo, Alter. Ich will da aber rein. Warum kann ich den Bohr jetzt hier nicht wegaxten? Come on! Alles klar. Leck mich halt. Bring das jetzt hier weg. Perfekt. Rechnung kommt dann per Post, ja? Ah, Mr. Severus. Sagen Sie mir doch bitte, was mache ich denn dann mit meiner Zunge, wenn sie in Ihrem Hals steckt? Soll ich die Leute hier... Soll ich die hier auch ausbuddeln? Guck mal, Alter. Der hat nicht mal einen Grabstein bekommen. Alle cute. Ja, ihr müsst sehr lieb worden sein von eurer Familie. No front. Komm, da soll auch was aufpoppen. Oh, ich bitte die Fledermäuse oder so. Die Auswahl ist reichlich. Die Möglichkeiten vielfältig. Los. Aber hier jetzt. Och, eine Box, die nehme ich auch. Umso schneller kann ich wieder rein. Oh, guck mal, hier ist noch eine Barrikade. Perfekt. Ah. Sind noch mehr Geschenkboxen hier beerdigt oder was? Da war jemand sehr, sehr happy über sein Weihnachtsgeschenk. Da sind bestimmt Socken drin oder so. Socken von Miguel Pablo. Ja, ich weiß nicht. Das Spiel heißt Halloween. Wir hatten Halloween. Ich habe 1 und 1 zusammengezählt. Verurteilt mich nicht. Ja, das ist deine Lieblingsbox, ne? So, eine muss ich dann noch. Wo finde ich die denn? Ah, perfekt. Reiß dich zusammen, Alter. So gut kennen wir uns jetzt auch nicht. Hier, ich hab deinen Scheiß. Was passiert jetzt? Ich bin echt aufgeregt. Also ich bin legit gespannt. Was, kriegst du nicht mal ein Dankeschön oder was? Du Arschloch. Ich buddel die gleich wieder ein, alle. Hä, ich verstehe das nicht. Aber was ist denn jetzt? Also ich, ich habe gerade nachgeschaut. Eigentlich sollte, wenn ich alle Boxen zusammen habe, sich diese Figur irgendwie ja in den Erdboden versenken und ich komme zu so einer Tür, die dahinter liegt und dann bricht der Pfad hinter mir ein und irgendwie, keine Ahnung, also ich habe das Gefühl, das tut mir auch leid, dass wir hier extrem viel verpassen an der Stelle, aber damit ihr heute noch das Video kriegt, würde ich sagen, mache ich jetzt ja einen Cut. Es war ein formidables Ergebnis, bombfortunöse Horror-Game-Erfahrung. Von meinem Gesicht war der zum Glück erlöst, aber auch bloß, weil letztens Feiertag war. Ich sage auf jeden Fall schon mal gute Nacht und wenn ihr Bock drauf habt, dass ich in eurem Garten mal irgendwas ausbuddele, dann sagt einfach Bescheid.